Hallo, wir sind der Pius, der Gianluca, der Tobias, der Julius und ich, der Dominik. Wir stellen euch heute den Luftikus 2.0 vor. Jetzt stellt ihr euch wahrscheinlich Fragen, was ist der Luftikus und wieso Luftikus 2.0? Also erstmal, wieso 2.0? Weil wir haben vor einigen Wochen an unserer Schule ein Projekt gehabt, wo wir die erste Testversion programmiert haben und hergestellt haben. Jetzt haben wir uns gedacht, jetzt nutzen wir die Chance und verbessern das Ganze. Und was ist der Luftikus überhaupt? Er ist ein hochtechnologisches Pflanzenbewässerungssystem, was mit Sensoren arbeitet und wenn man im Urlaub ist und keine Familie hat oder keine Nachbarn, die deine Pflanzen im Haus gießen können, wenn es sehr heiß ist für draußen den Rasen, man ist halt einfach auf einem kurzen Trip oder einfach unterwegs, wird es über einen Sensor gemessen, ob zu trocken ist die Erde, und wird halt einfach befeuchtet, die Erde. Und es soll das Austrocknen verhindern von den Pflanzen. Das ist sozusagen eine automatische Bewässerung. Also, hallo, ich bin der Julius und ich werde euch jetzt erklären, wie wir vorgegangen sind. Also am Anfang haben wir erstmal ein Brainstorming gemacht. Also ganz am Anfang haben wir erstmal Gruppen gewählt. Es gab 8 Stück und da haben wir ausgewählt, dass wir zu Nachhaltigkeit und Klima zählen wollen. Und als wir in der Gruppe waren, haben wir ein kurzes Brainstorming gemacht und kurz überlegt, wie wir was in der Umwelt lösen können und welche Probleme es gibt. Dann haben wir unser Problem gefunden, haben das Projekt dann überlegt, wie wir es zusammenbauen, haben die Infokarten zusammengesucht und dann haben wir Gregor gefragt, ob er uns die einzelnen Bauteile geben könnte, die wir dann zusammenbauen können. Zusammen mit den Teilen, die wir von Gregor bekommen haben, haben wir sie vereinzelt zusammengesteckt, dazu immer vereinzelt ein Skript geschrieben, geschaut, ob es funktioniert und falls ja, haben wir uns erstmal gefreut. Nachdem wir alles programmiert haben, zusammengebaut haben, haben wir uns eine Box aus Holz gebaut und die mit sehr Mühe und mit etwas Stress fertiggestellt. Die Aufgabenverteilung war so, dass wir die Infos alle zusammen gesammelt haben. Im Bereich PowerPoint-Designing waren der Tobias und ich zuständig. Im Bereich Programmieren hat der Gianluca die Software geschrieben. Im Bereich Gehäuse hat der Dominik und Julius, die haben das Gehäuse gebaut. Und im Bereich Zusammenbauen waren Julius und Tobias zuständig. So kommen wir nun zu unseren Problemen. Eines unserer Hauptprobleme war, dass wir halt einfach keine Pumpe haben, mit der wir das Wasser zur Pflanze hinpumpen konnten. Und das ist halt das Herzstück von dem kompletten Projekt, deswegen ist das ein relativ großes Problem. Dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir uns einfach eine komplett eigene Pumpe bauen. Also haben wir eine Art Wasserrad genommen, worauf das Wasser dann fließen kann. Und das Wasser dann durch das Wasserrad in den Schlauch umgeleitet wird und dann zur Pflanze kommt. Für die Pumpe haben wir uns noch ein 3D-Modell gebaut. Das zeige ich euch kurz. Das erklärt euch Julius, was er hier gebaut hat. Also, man sieht noch nichts, warte. Hier sieht man so auf 10 cm auf 2 cm ein rechteckiges Objekt, das innen hohl ist. Es hat an der Seite ein Loch, wo der Motor angesteckt wird und der Motor treibt dann innen drin, ist das Wasserrad. Das Wasserrad wird dann vom Motor angetrieben und vorne, wo das Loch ist, fließt dann am Ende das Wasser raus, wieder in den Schlauch zur Pflanze und dann bekommt die Pflanze Wasser und verdurstet nicht. Ich erkläre euch kurz, warum wir Holz und nicht wie andere 3D-Druck verwendet haben. Aus dem einfachen Grund, weil wir unseren biologischen CO2-Fußabdruck einfach fortführen wollen. Wir wollen kein Plastik in unseren Gärten oder generell in der Umwelt, sondern alles aus biologischen Materialien, einfach zur Schutz der Umwelt.
Bevor wir zum Schluss kommen, erkläre ich noch Gianluca kurz, welche Sensoren wir verwendet haben und welchen Nutzen die haben. Und zwar hier haben wir einmal unseren Temperatursensor, hier haben wir unseren UV-Sensor. Ja, genau, der UV. Mir ist das Wort gerade nicht eingefallen. Hier sieht man den Wassersensor, also nicht Wassersensor, sondern der misst, wie feucht die Erde ist. Ein Bodenfeuchtigkeitssensor. Genau. Und wie man jetzt vielleicht hört, wenn das Wasser weg ist von dem Sensor, dann geht der Motor an. So klinge ich ja, nachts. Und das war es eigentlich auch schon zu unserer Technik. Er wird von einem Arduino betrieben. Und ja, das war es eigentlich schon. Ja, und auf dem OLED-Bildschirm kann man noch sehen, wie hoch die Raumtemperatur ist und die Bodenfeuchtigkeit. Vielen Dank. Euer verdienter großer Applaus. Luftikus 2.0, kommt zu mir bitte. Also, wenn ihr noch Fragen habt, kontaktiert uns privat. Insta ist verlinkt. Da komme ich gerne drauf zurück, weil wie gesagt, meine Zimmerblumen zu Hause, denen geht es oft nicht so gut. Wie geht's euren? Ja, unseren Zimmerblumen geht es ziemlich gut, weil die meine Mutter regelmäßig gießt. Ja. Ihr habt was weiterentwickelt bei dem Hackathon heute, was ihr vorher schon mal in der Version 1 gemacht habt. Was habt ihr denn gelernt, was jetzt in eine Luftikus-Version 3.0-Version mit reinkäme? Also auf jeden Fall das Zeitmanagement ist sehr wichtig bei dem Luftikus und natürlich auch die Materialbereitstellung, wie zum Beispiel eine Pumpe. Eine Pumpe wäre gut, wenn man was pumpen will. Ja, das wäre sogar sehr gut. Und das wäre es eigentlich gewesen. Vielleicht noch der Code ein bisschen was ändern, aber so passt. Was auch noch ganz wichtig ist, für Luftikus 3.0 Alternativen zu haben, wie zum Beispiel etwas parat zu haben, wie wir heute kennengelernt haben, bei der Pumpe eine selbstgebaute Pumpe zu bauen. Aber dies halt mit mehr Zeit und mit mehr Bemühung. Dankeschön. Besondere Herausforderungen erfordern besondere Lösungen. Das habt ihr mit Bravour gemeistert. Vielen Dank. Mit Applaus darf ich euch von der Bühne schicken.